Es ist Montag, der 28. Januar 2019. Hier ist das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und das sind unsere Themen. Verdacht, Hermes-Postbote soll in Brandenburg rund 900 Pakete unterschlagen haben. Jetzt sitzt er in Haft. Verabschiedung, Ex-Oberbürgermeister Helmut Schliesing ging als Leiter der Medizinischen Hochschule in den Ruhestand. Und verliebt, verlobt, verheiratet, Hochzeitsmesse in der Werft mit allem für den schönsten Tag des Lebens. Und damit, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem SKB-Journal. Ein Postbote soll 900 Pakete unterschlagen haben. Eine Zeugin meldete vergangenen Montag der Polizei, dass sie in einem Nebengelass ihrer Mietwohnung über 100 Pakete aufgefunden habe. Erste Ermittlungen ergaben, dass dem Versanddienstleister Hermes bereits Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters aufgefallen waren. Interne Ermittlungen wurden eingeleitet. Laut Oliver Bergholz von der Polizei räumt der 35-jährige verdächtige Paketfahrer ein, die aufgefundenen sowie weitere Pakete unterschlagen zu haben. Zudem fanden Polizeibeamte eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auf der Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Potsdam wurden bei einer Durchsuchung weit über 900 Pakete und Warensendungen verschiedener Adressanten aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden wohl auf mehrere 10.000 Euro erstrecken. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam erließ am Mittwoch das Amtsgericht Brandenburg einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Es war ein unterhaltsamer Abend im Rolandsaal, die Verabschiedung des früheren Oberbürgermeisters Dr. Helmut Schliesing in den Ruhestand. Am Freitagabend wurde er im Rathaus auch als Leiter der medizinischen Schule verabschiedet. Die wichtigsten Weggefährten waren zur Verabschiedung von Helmut Schliesing gekommen. Diejenigen, die beruflich vor oder nach ihm wichtige Positionen begleitet hatten. OB Dietlin Thiemann, die Stadtchefin nach ihm, und auch Oberbürgermeister Steffen Scheller, der die Arbeit von Schliesing als OB gleich mit einem Zitat des US-amerikanischen Schauspielers Danny Kaye würzte. Entweder man leistet wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ja, Sie, geehrter Herr Dr. Schliesing, haben wir bei uns in Brandenburg an der Havel wirklich etwas geleistet. Denn wie kaum ein anderer haben Sie die Entwicklung Ihrer Heimatstadt in der Wendezeit und nach den ersten Jahren der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes mitgestaltet. Sie gehörten Ende 1989 zu den 5 Gründungsmitgliedern der damaligen SDP und als politischer Neuling hatten Sie aber, ich denke, eher weniger Erfahrung auf diesem Gebiet. Und als Sie dann von der ersten freien Stadtverordnetenversammlung am 21. Mai 1990 auch noch zum Oberbürgermeister gewählt wurden, war Ihnen als promovierter Biologe wahrscheinlich gar nicht so richtig klar, worauf Sie sich da eingelassen haben. Fürwahr, für einen studierten und promovierten Biologen eine heikle Aufgabe, die Verwaltung in die Nachwendezeit zu führen. Schliesing bekannt, berühmt für seinen kollegialen Führungsstil, nicht aber für eine durchsetzungsfähige Härte, was ihm bis heute auch nachgesagt wird. Vielleicht war es dann für ihn sogar ein Glücksfall, dass er als Naturwissenschaftler die Leitung der medizinischen Schule von Karin Cassette im Jahr 2004 übernahm. Dietlin Thiemann hatte inzwischen auf dem OB-Sessel Platz genommen und das Loch am Neustädtischen Markt zugeschüttet. Die Geschäftsführerin des Klinikums, Gabriele Wolter, gab zu, dass sie erst jetzt zum Ende von Schliesings Laufbahn erfahren habe, worüber der kluge Mann einst promoviert habe, über das Konkurrenzverhalten von Fadenwürmern. Also von der Tierpsychologie habe ich viel von dir gelernt. Über Fadenwürmer hast du mir nie was erzählt. Das müssen wir vielleicht noch nachholen. Irgendwann. Mit seiner Nachfolgerin Bianca Düring, die an dem Abend auch vorgestellt wurde, wird sich Frau Wolter nun auch öfters unterhalten müssen. Die engagierte Frau ist jetzt Chefin der medizinischen Schule. Gabriele Wolter zog noch einmal Bilanz der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Schliesing. Im Rätsel planten wir den Erweiterungsbau in der Vereinsstraße, nachdem wir mehrere Anbauten über Bauten am Gertrud-Peter-Platz überlegt hatten. Bauten wir dann aber in der Vereinsstraße mit Genehmigung der Stadt.
Unter seiner Führung wurde die OTA-Ausbildung weiter ausgebaut, später die Altenpflegeausbildung und die Schule zertifiziert. Die Schülerzahl von ursprünglich 174 ist inzwischen insgesamt auf über 300 angewachsen. Und unter seiner Leitung wurde ein neues Curriculum für die generalistische Ausbildung, für die natürlich Frau Düring hauptsächlich Verantwortung trägt, erarbeitet. Und damit ist die Schule gut aufgestellt. Schliesing ist nicht bange vor dem Ruhestand. Er hat viel vor. Der belesene Mensch ist sehr zitatestark und will auch zu Hause im Haushalt helfen. Doch nicht nur mit Schneeschippen, sondern auch in puncto Familie will er sich weiter qualifizieren. Also ich habe da keine Sorge. Dann ist ja noch Familienzusammenführung angesagt, so viel sei auch gesagt. Und zwar zieht die Familie des Russen zu uns und die haben sich fortgepflanzt in der Fremde. Und ja, komm vor, und die bringen zwei liebreizende Enkel mit. Und wer mich kennt, weiß, dass mir das Herz aufgeht bei dieser Aussicht. Ja, sein Humor, auch ein Markenzeichen des an dem Abend sehr gut aufgelegten Helmut Schliesing. Er ist ja noch in der SPD und auch über den Niedergang der Sozis kann er Witze machen, wie er an dem Abend eindrucksvoll bewies. Schliesing von der SPD, man weiß, dass ich dann dabei bin. Und ein Brief, denke, ach, die gibt's noch. Und der auf dem Brief aufgedruckt, wichtiger Inhalt. Den habe ich mir aber noch aufgehoben, den werde ich morgen öffnen. Also, man muss ja jeden Tag irgendwo eine Überraschung einteilen. Vielleicht wollen Sie ihn ja dann auch wieder reaktivieren, die Havelstadt-SPD. Die klagt ja schon lange über Personalnot. Man weiß ja nie, aber ob sich Schliesing an Klaus Deschner orientieren will, man mag es kaum glauben. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von russischen Soldaten befreit. Seit 1996 wird der Tag in Deutschland als Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus begangen. Seit 2006 wird er weltweit begangen. Und auch dieses Jahr am Sonntag kamen Persönlichkeiten der Havelstadt am ehemaligen Ort der Euthanasie-Mordanstalt am Nikolaiplatz zusammen für eine Gedenkveranstaltung, die gemeinsam von den Gedenkstätten Brandenburg an der Havel und von der Stadt Brandenburg an der Havel ausgerichtet wurde. Die Brandenburger Bürgerbühne mit dem Stück Fritzes Wiederkehr. Ein Schauspiel von Ilja Hübner. Der Autor, Regisseur und Schauspieler begibt sich auf die Spuren des Brandenburger Originals Fritze Bollmann. Fritze Bollmann, die Brandenburger Legende, hockt im Himmel und ist gelangweilt. Total gelangweilt. Nur eine Sehnsucht treibt ihn um. Noch einmal auf den BC rudern und die Angel auswerfen. Dann wäre er glücklich und zufrieden bis in alle Ewigkeit. Fritze Bollmann trägt seinen Wunsch beim Chef im Himmel vor. Erst will der nicht, lässt sich dann aber doch überreden. Und wie stellst du dir das vor? Na, ich steig den Kahn, rudere raus und werfe mir eine Angel aus. Ganz einfach. Fritze kommt in das Brandenburg unserer Tage und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Auf humorvolle und heitere Art wird der Blick aufs Heute möglich. Aber so, dass gestern und heute nahtlos ineinander übergehen. Es gibt keinen Blick zurück im Zorn. Die suchen immer Stadtführer. Was denn für Führer? Na, so Leute, die Touristen durch die Stadt führen und ein bisschen zur Stadtgeschichte erzählen. Die nehmen gerne Arbeitslose und bilden die aus. Und wenn ich dich so anschaue... Ja, was ist denn dann? Na, ein bisschen was hast du doch von Fritze Bollmann. Das ist ein Stück von Brandenburgern und Brandenburgerinnen für Brandenburger und Brandenburgerinnen.
Ein Stück, das so nur in Brandenburg spielen kann. Künstlerische Leitung Ilja Hübner. Premiere ist der Freitag, 8. Februar um 19.30 Uhr. Es folgen weitere Termine. Karten wie immer an der Theaterkasse oder unter Telefon 03381 511 111. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppensteige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Vom Heiratsantrag bis zur Trauung ist es ein langer Weg. Jeder, der schon mal eine Hochzeit geplant hat, weiß, was es dort alles zu organisieren gilt. Gut nur, dass es dort eine eigene Messe gibt und die war am Samstag in der Werft. Eleganz in der Werft. Einen ganzen Tag lang konnten Verliebte, Paare oder auch nur Interessierte die Hochzeitsmesse in der Werft besuchen. An den knapp 20 Ständen fand man alles, was man für den schönsten Tag im Leben so braucht. Vom kleinen Ring bis hin zum großen Feuerwerk. Highlight der Messe war wie immer die Brautmodenschau mit den neuesten und angesagtesten Hochzeitskleidern. Der Trend in diesem Jahr: figurbetonte Kleider mit Dekolleté und Rückenausschnitt. Moderiert wurde die Messe wieder von Marco Lessentin. Die musikalische Umrahmung gab der Tenor Christian Friedrich. Ein großes sportliches Jubiläum gab es am Samstag in der 50-Meter-Halle des Marienbades. Der 10. ASC Drachenboot Indoor Cup wurde ausgetragen. Mit dabei waren auch Teams aus Polen und Tschechien. Kräftemessen beim 10. Indoor Drachenboot Cup im Marienbad. 14 Teams kämpften am Samstag in der 50-Meter-Halle um den Titel. Bei dieser Form des Drachenbootrennens sitzen sich 2 Teams in einem Boot gegenüber und müssen versuchen, mit viel Kraft das gegnerische Team hinter die Linie zu befördern. Die meisten Duelle waren in der Vorrunde in wenigen Sekunden vorbei. Doch beim Duell Havelfritzen gegen Fire Dragons dauerte die Partie über 5 Minuten. In der Kategorie Premium gewannen am Ende die Zoo Center Dragons und verteidigten ihren Titel. Die RFT Kabeldrachen sicherten sich den 1. Platz in der Gruppe Fun. Das war übrigens das sportliche Boot von heute, ein Nike-Boot. Und damit sind wir dann auch schon wieder bei den Wetteraussichten. In der Nacht wird es kalt, aber am Tag scheint die Sonne. Hier ist der SKB 3-Tagestrend. Am Dienstag ist es noch meist wolkig mit Temperaturen von 4 Grad bis minus 1 Grad. Am Mittwoch kommt dann die Sonne raus. Es wird heiter bei 4 Grad am Tag und minus 4 Grad in der Nacht. Und am Donnerstag liegen die Temperaturen bei 3 Grad und minus 3 Grad. Auch hier wird es heiter. Liebe Zuschauer, das war der Montag mit dem SKB-Journal. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie es gut.